Und moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zum Poker Thursday. Eine Woche ist wieder um. Das bedeutet, es ist Pokémon Time. Ich wollte gerade aus der Arena rausgehen und meine Pokémon heilen. Wer läuft mir da über den Weg? Der liebe Blau. Ja, nicht schlecht, Kollege. Mensch, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass es eine Pokémon Arena, dass eine Pokémon Arena mal als Unterschlupf für Verbrecher dienen würde? Okay, hör zu, so geht das nicht weiter. Ich lasse mich normalerweise ungern auf irgendwas festnageln, aber die Leute hier wollen eh schon seit Ewigkeiten, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lange genug gedrückt. Es wird Zeit, dass diese Stadt endlich wieder einen vernünftigen Arena-Leiter kriegt. Ab heute kümmere ich mich um die Arena von Vertania City. Was? Haha, guter Witz. Wenn ich mich nicht irre, solltest du jetzt eigentlich etwas anderes zu tun haben. Also dann, Torti, auf geht's zur Pokémon-Liga. Die Top 4 warten auf dich. Folge einfach der Route 22 westlich von hier. Und du kannst sie nicht verpassen. Lass dich nur nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern. Zeig ihnen, was du drauf hast. Titeln? Ich hab keine Ahnung. Ist das das zweite Mal, dass wir das schon hören, irgendwie? So, Schwester Joy, eine Rundumheilung, bitte. Oh, ich muss Evoli auch wieder nach vorne nehmen, ne? Obwohl, wir warten mal gleich. Gleich haben wir nämlich einen schönen Kampf vor uns. Also theoretisch gesehen, ich denke mal... schon. Totti! Wie hat er den 8. Arena-Orden bekommen? Das würde mich interessieren. Hat er Gary besiegt? Puh, endlich habe ich dich eingeholt. Ich habe mir auch gerade den... Ich habe mir auch einen Erdorden verdient. Damit ist der Weg zur Pokémon-Liga frei. Die Top 4 sollen ja unfassbar stark sein. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt's? Wie sieht es bei dir aus, Totti? Fühlst du dich der Herausforderung gewachsen? Zeig mir doch mal, was du und deine Pokémon so drauf haben. Aber wir werden Evoli als allerletztes einsetzen. Ich will nämlich schauen, ob ich es auch so hinkriege. Aber eigentlich schon. Was? Du hast nur 4 Pokémon? Doch, 6. Na gut. Eine Zaubers! Welches Level? 50. Krabhammer! War? Ja, moin. Als ob wir zurückschrecken. Das ist so lächerlich. Und auch noch ein Crit, ja Mann. Na gut, dann heißt es Taubos gegen Taubos. Luftschnitt. Das ist so lächerlich. Ja, ist klar! Keine Ahnung. Oh. Er setzt seinen Reitschuh ein? Sandwirbel, versuch dich zu schützen, Taubos! Ah, der Donner. Keine Chance. Raichu gegen Raichu, oder? Das wäre doch mal was. Fang mal mit deinem Doppelteam an! Noch einmal Doppelteam und dann gehen wir auf den Donnerschlag.
Was war das? Alles klar. Donnerschlag. Wofür habe ich eigentlich das Doppelteam eingesetzt? Frage ich mich jetzt auch irgendwie. Hätte ich jetzt zweimal Donnerschlag noch... Okay, das scheint Slam zu sein. Hätte ich jetzt noch zweimal Donnerschlag eingesetzt, wäre ich... hätte ich Raichu besiegt. Aber gut. Ach, den hat er gut gemacht. Aber theoretisch gesehen, ich muss schauen. Komm zurück, Raichu. Sagt Xenia, du darfst ran. Blattgeißel. So sieht das doch schön aus. Und Taubos. Wir. Selbst wenn wir wechseln würden. Obwohl, wir können zu Glurak wechseln. Und hier hätten wir eigentlich mal den Megastein ausprobieren können. Aber so schlimm ist das. Ich habe nichts gesagt. Wir haben den automatisch schon ausgerüstet, okay. Flammenwurf! Wir sind zwar eigentlich ein physischer Angreifer, aber was soll's. Und er hat ja auch einen Megastein bekommen. Hat er jetzt auch eine Mega-Entwicklung? Eigentlich schon. Sollte er zumindest eine haben. So, heute Abend gibt es gegrilltes Raichu. Level Up für Glurak 57, ne? Ja. Aber die Flügel sehen voll episch aus. Und 65 für Evoli. Und ein Giflor hat er. Das bietet sich ja an. Ich hoffe, er hält unser Pokémon. Weißt du, seit wir kleine Kinder waren, hatte ich immer das Gefühl, mich um dich kümmern zu müssen. Ich wollte dir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie alles funktioniert. Aber in Sachen Pokémon-Training bist du mir einfach ständig einen Schritt voraus. Das ist irgendwie so frustrierend, so kenne ich mich gar nicht. Aber ich schätze, das gehört einfach dazu, wenn man seine Rolle als Pokémon-Trainer wirklich ernst nimmt. Ich weiß, dass ich mich damit wahrscheinlich sicherlich, lächerlich mache, aber noch gebe ich nicht auf. Dieses eine Mal musst du mir noch den Vortritt gewähren. Hat er meine Pokémon gehalten? Natürlich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Aber es war ein schöner Kampf, ne? Natürlich auch am Anfang mit Taubos sehr viel Pech gehabt, aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe zwei Shinies. Und wir müssen die Evoli nach vorne setzen. Darf ich nicht vergessen. Medizintasche, TM-Box, Bonbonglas.
Bewegen. So, zack. Ich würde sagen, wir kaufen noch mal ein bisschen ein. So ein paar Tränke, ein paar Beleber, ein paar Pokebälle. Kann ich was verkaufen? Mal schauen. Habe ich wieder ein Nugget gefunden oder so? Nö, okay. So, als allererstes holen wir uns noch mal ein paar Beleber hier. So. Dann brauchen wir Top-Genesung, ja. Oh, ist klar. Nein, wir holen uns den Hypertrank. Wir holen uns ein paar Hypertränke. So. Und noch Hyperbälle, 64 Stück. Damit sind wir wieder pleite. Ist aber auch nicht so schlimm. Ey, ich will gehen, Bro. Dankeschön. Evoli war jetzt vorne, oder? Ja. Okay. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch Richtung Pokémon-Liga gehen und dann sind wir auch schon fast durch mit dem Projekt. Wobei, zwei Digis fehlen uns hier noch. Lavados und Mewtwo, aber Lavados, denke ich, wenn wir spätestens am nächsten Part begegnen. Aber gehen wir hier erstmal rein. Hier dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Oha, du hast etwa den Felsorden bei dir? Dann marschiere durch. Hier dürfen nur Leute passieren, die den Quellorden von Misty haben. Oh, du hast ja den Quellorden. Dann richte Misty schöne Grüße aus. Weil du sie siehst. Ja, ja. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Donnerorden von Major Bob sind. Die es würdig sind, hier durchzugehen. Jo, wir haben den auch von Major Bob, Bro. Du darfst nur passieren, wenn du den Farborden von Erika besitzt und die Pflanzenarena besiegt hast. Oh, da ist ja der Farborden. Denn ich habe nichts gesagt, Bro. Geh durch. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die den Seelenorden von Meister Koga bekommen haben und die Giftarena abgeschlossen haben. Oh, wenn das nicht der Seelenorden ist. Okay, grüß Janina, die Tochter von Meister Koga, von mir, wenn du sie siehst. Ja, ja, mach ich. Goldene Himmelbeere, okay. Hey, besitzt du den Sumpforden? Hier darfst du nur durch, wenn du Sabrina besiegt hast. Ja, ja, ist ja gut. Dann will ich dich auch nicht weiter stören, Bro. Pokémon Box, Medizintasche. Nehmen wir nochmal Lockparfüm, oder? Geh weg da, Nidorina! Oh, 5 goldene Nanabären. Schön. Super. Oh, 2 Nidorinos. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die den Vulkanorden von Pyro besitzen. Du besitzt ihn ja. Okay, dann zieh mal weiter. Oh, da ist ein Pokéball. 5 goldene Sanana-Bären. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die den Erdorden besitzen. Oh, wenn das nicht der Erdorden ist, dann geh weiter, Bro. Lass dich nicht aufhalten.
Bin mal gespannt, wie sie die Siegestraße gemacht haben. Ah, okay. Den haben sie hier hingestellt, alles klar. Der Block stand nämlich früher ganz links. Klick. Oh, dieses blöde Golbat. Oh, hier haben wir die erste Ast-Trainerin. Und da ist ein Mashok. Mashok haben wir nämlich noch nicht gefangen. Hallo Kangama! Wir gehen mal auf den Doppelkick. Ich glaube nicht, dass der Risikotackle ausreichen würde. War das Nahkampf? Nee. Auf Wiedersehen, Kangama. War mir eine Freude mit dir. Oh, 58 für Taubos. Bisaflor. Glurak, wir brauchen dich. Dieser Flor haben wir auch noch nicht gesehen. So. Es müsste One-Hit eigentlich sein. Oder Glurak? Ich glaube, das eine, ich glaube, X erhöht den Spezialangriff und Y den physischen Angriff. Ich bin mir aber nicht sicher. Mashok, komm her, komm her, komm her. Gab es mal nicht in irgendeiner Pokémon-Folge, dass es hieß, dass es so einen Gürtel irgendwo von irgendeiner Meisterschaft bekommen hat? Also dieser Mashok-Gürtel, den er immer um sich trägt? Bleib doch drinne. Jawohl, willkommen im Team Mashok. Aber mein Lockparfüm habe ich an, oder? Stärkungstasche. Moment, 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 Moment. Ah. Oh ja, mein Trainercoach. Ich sehne mich nach einem Kampf. Sehnst du dich auch nach einem Kampf? Natürlich. Dann zeig mal, was du so drauf hast. Ein Pokémon, das gefällt mir. Ein Ditto. Risikotackle. Ditto tankt. Aber erstmal Wandler. Oh, sogar das Outfit war. Oh, episch. Doppelkick. Ja, Ditto hat es schon drauf. Ja, danke, Bro.
Die setze ich doch auch gerne instant ein. Aber bevor wir das machen, würde ich Evoli gerne einen Hyperheiler geben. Hypertrank geben. Warum sage ich immer Hyperheiler? Ah. Bonbonglas. Hier, 10 Evoli-Bonbons. Verhauen wir alle. Umso stärker Evoli ist, umso besser. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind. Ich hoffe, das wird für mich nicht zum Nachteil später. 69. So. Frage ist, welches nehme ich jetzt? Ich werde einfach mal das obere hier nehmen. Tarnsteine. Ich will aber auch noch das andere Item haben. Das heißt, ich muss einmal kurz rausgehen, ne? Ja. Oh, das war knapp. Gehen wir mal rein und raus. Ist noch nicht viel. Ich war der Meinung, dass man da früher sonst immer Himmelsfeger gefunden hat, die TM. Hallo Rizeros! Der war doch gut, oder? Willkommen im Team Rizeros. Und ich finde es schön, es bleibt gespeichert. Hier, diese Dinger. Auf geht's, Evoli. Nö, ein Blattstein, aber gut. Oh Gott. Hast du mich erschrocken? Du siehst aus, als hättest du was drauf. Wie wär's mit einem Kräftemessen? Gerne! Drei Pokémon hat er. Und er fängt mit einem Galopp an. Risikotackle. Ich weiß nicht, was ich ohne diesen Risikotackle machen werde. Bleiben. Wir wollen ja auch ein bisschen noch vorankommen. Aber wäre schon zu wissen, Satz sieht er gegen Satz 10, aber ich denke mal, wir würden gewinnen, weil wir sind nach 10 Level overleveled. Ne? Zweites Mal hintereinander ein Crit. Ich liebe dich, Evoli. Ich liebe dich. Starmie. Reicht es aus, Evoli, oder? Ich belebe dich gleich wieder. Komm zurück. Hast dich geschlagen. Irgendwo haben wir hier doch Beleber. Genau hier. Thank you.
Und damit hätten wir die erste Passage schon mal fertig. Schön. Rein, Ebo. Und nochmal. Jawohl. Du möchtest also die Top 4 herausfordern, stimmt's? Jawohl. Ich möchte nämlich dieses Spiel endlich durchspielen und fertig haben. Dann kann ich da nämlich auch einen großen Haken an meine Let's Plays dran setzen. Oh, ein Hypno. Spukball sollte doch ausreichen, oder? Nein! Ah, schade. Lamos. Bei Lamos gehe ich, glaube ich, auf einen Risikotackle. Ja. Ich glaube, hier in der Höhle sollte es auch Owei geben. Ich bin mir aber nicht sicher. Und der nächste Trainer. Das hier ist die Siegestraße, die ultimative Prüfung für jeden Trainer. Boah, kann man so sagen. Oh, hallo Kigle. Risikotackle. Ja, Kickle, da der Risikotackle, das haut selbst in einen der stärksten um. Also muss man aufpassen. Und ich merke auch schon wieder, meine Wortwahl ist heute ja, wieder komisch. Weil wie sagt man, meine Wortkabula? Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich auch mal Corona und das ist dadurch ein bisschen zurückgegangen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Wir wollen jedenfalls jetzt weiter Richtung Pokémon-Liga. Oh, Solarstrahl. Wäre eventuell was für Sarah Xenia, aber... Wir haben ja schon unsere Blattgeißel. Genesung. Dir werde ich eine Lektion erteilen. Warum? Ich habe die Top-Genesung, die lag da auf dem Boden. Rassaf. Okay. Oh, wie die Nase von Rassaf auch immer ja, sich bewegt, ne? Also. Wie so ein Schwein. Zack. Und ein Tauros. Boah, blödes Kleinstein. Vergiss es, du kommst nicht mit in mein Team.
Na, was sagst du? Ist die Siegestraße anstrengend? Ja, ist gut. Aber macht ja Spaß. Ein Pantimos. 46. Ich hoffe, ein Spukball reicht aus. Ja. Simsala. Hey, Woody, hau raus. Nicht gedacht, dass ich ein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Simsala hier im Siegestraße sehe. Oder zu Gesicht bekomme. Was haben wir hier? Kraftkoloss! Ja moin, die Signature-Attacke eigentlich von den Golems. Na gut, ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten am Poker Thursday wieder. Bis dann.